Der Rheinpegel bei Biebrich ist zurückgegangen. Geblieben sind Dreck und Unrat aller Art. Christian Engel und sein Team von den Entsorgungsbetrieben der Landeshauptstadt Wiesbaden beseitigen die Spuren des Hochwassers. Extra Arbeiten sind in Form von Reinigungsleistungen notwendig geworden, die wir im Normalfall nicht erbringen. Aber aufgrund der Verkehrssicherungspflicht machen wir natürlich die Fahrbahn vorrangig. Die Verunreinigung, wie wir sie in den letzten Jahren bei den Hochwassern hatten, hat nicht zugenommen. Mehr Wasser, aber gleichbleibende Verschmutzung. Also sind die Wiesbadener Rheinanleger mit einem höchstens hellblauen Auge davongekommen? Da muss ich schmunzeln, weil eigentlich ist es kein Vergleich. Das, was hier an Schlamm und ein bisschen Schwemmgut kam, ist im Prinzip Pillepalle für das, was man in den östlichen Bundesländern sieht. Da geht es um Existenzen, hier geht es einfach nur um Verschmutzung. Einen ganz besonderen Dank würde ich gerne meinen Mitarbeitern aussprechen, die sich auf außerplanmäßige Verunreinigungen und Leistungen immer besonders schnell und flexibel einstellen. Aufgrund dessen, dass der Wasserstand jetzt in den letzten paar Tagen, also übers Wochenende, relativ schnell gefallen ist, ist natürlich auch im Zweifelsfall wieder ein Puffer da, falls noch mal mehr Wasser kommen sollte.